Ja, Leute, ich bin's, euer Jailbreak-Profi und begrüße euch zu diesem neuen Video. Es ist endlich wieder Mittwoch, das bedeutet, es gibt eine neue Folge von den iOS 7 Gerüchten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß mit diesem Video. In knapp 3 Wochen werden wir auf der WWDC das neue Betriebssystem iOS 7 finden und die Gerüchte spitzeln sich zu, denn es gibt neue Informationen, die von 9to5Mac aufgedeckt wurden. Und zwar soll laut Gerüchten demnächst eine tiefere Integration für das iPhone ins Auto stattfinden. Das berichten sie daher, dass sie an das Apple anscheinend sehr enge Kontakte zu vielen Automobilkonzernen hat, so auch VW. Bekannt ist nämlich, dass Apple sogar schon seit Jahren eher geheime Treffen mit VW hat und dort, denke ich, wird in der Autoindustrie innerhalb der nächsten 10 Jahre ungefähr oder 15 Jahre sowieso noch etwas kommen. Stichwort EICA hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abwegig an. Heute wollen wir erstmal mit dem ersten Schritt in Richtung Autoindustrie sprechen, und zwar sollen einige Funktionen von iOS 7 bzw. generell von iPhone und iOS nun auch tiefer ins Auto integriert werden und somit für Autofahrer einen höheren Dienst haben, wenn man das so sagen kann. Und ich erkläre euch jetzt einfach mal, was sich dahinter so genau verbirgt. Im Idealfall soll das Armaturenbrett und die Mittelkonsole so konzipiert werden, dass ein iPhone aufgenommen werden kann. Das ist, wie schon gesagt, mit verschiedenen Autoherstellern abgesprochen. Aber wenn das nicht so stattfinden könnte, wäre es natürlich auch einfach, da diverse Stands zu benutzen. Da gibt es ja auch einige Produkte von Luxa 2 war das, glaube ich, auf dem Markt. Und so ist es auch momentan schon möglich, sein iPhone für zum Beispiel Navigation im Auto zu benutzen. Das soll aber allerdings nun mit der Karten-App eine tiefere Integration bringen, denn die eine überarbeitete Karten-App, also wir werden wahrscheinlich auch einige neue Funktionen in der Karten-App sehen, die wahrscheinlich sich auch direkt an die Autofahrer wenden werden, und diese soll dann halt auf dem Monitor des Fahrzeugs gespiegelt werden und dort als GPS-System genutzt werden. Frage ist, ob das nun jetzt mit den aktuellen Navigationssystemen zusammenarbeitet oder eher konkurrieren wird. Ich denke, es wird eher dagegen konkurrieren, und deshalb soll es auch gegen zum Beispiel diese neue Funktion von VW, iBeetle nennt sich das, konkurrieren. Und daher soll es laut Gerüchten eine tiefere Integration darstellen als halt bei iBeetle. Gleichzeitig soll Siri als Sprachassistent genutzt werden. Das ist natürlich auch sehr praktisch, da man beim Autofahren natürlich das iPhone bzw. das ganze Display dann nicht bedienen kann, dass es dann per Siri gesteuert wird, damit man einfach nur sprechen kann und trotzdem nebenbei weiter Auto fahren kann. Dabei wäre es natürlich auch sehr schön, wenn die neue Funktion für Siri hinzugefügt wird, dass Siri einfach viel besser arbeitet, dass Siri aus der Beta rausgeholt wird, denn Siri ist noch sehr grauenvoll, und wenn es dann sich wirklich an die Autofahrer richten soll, muss das wirklich auch gut funktionieren. Nicht, dass man sagt, man möchte nach Hamburg fahren und er zeigt einem dann die Route, was weiß ich, nach China oder sowas an. Wenn das so sein sollte, dann sollte Siri auf jeden Fall auch verbessert werden. Und in Siri wäre es auch sehr schön, dass Siri sich automatisch öffnen kann, zum Beispiel, dass man das iPhone in Sperrmodus hat und einfach sagen kann, Siri öffne dich, und Siri geht auf, weil wenn man natürlich gerade Auto fahren muss, kann man natürlich Siri nicht per Homebutton bedienen, weil man dann erst seine Hand bewegen muss und dann das Ganze mit dem Finger an den Homebutton bewegen muss und dann so das Siri öffnen kann. Deshalb finde ich, wäre es wirklich sehr praktisch für die Autofahrer, dass das Ganze halt automatisch bedienbar ist, also per Spracheingabe, ohne dass man seine Hand so bewegt. Und bereits im letzten Jahr hat Siri, Apple mit Siri als Free eine Möglichkeit vorgestellt, mit der Siri in Fahrzeugen genutzt werden kann. Zahlreiche Hersteller haben bereits oder planen bereits, Siri als Free dann in ihre Fahrzeuge zu integrieren. Und ich denke, das soll mit iOS 7 intensiver gemacht werden. Und wie ich schon gesagt habe, diese Integration soll dann halt den Konkurrenten iBeetle schlagen. Und ich denke, für alle Autofahrer da draußen, mich persönlich betrifft es ja nicht, aber an alle Erwachsenen, die ein Auto besitzen, was meint ihr, fändet ihr, das wäre in eurem
normalen Alltag, bei der Art, beim Fahren zur Arbeit oder so praktisch? Oder denkt ihr, ihr werdet es nie nutzen? Schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und natürlich alle anderen können auch gerne sagen, wie sie dazu für eine Meinung haben. Also würde mich mal sehr interessieren. Und denkt ihr, sowas könnte in iOS 7 reinkommen? Ich denke, es ist eine interessante Sache, da Apple sich mit dem Bereich Automobilindustrie noch nicht so näher beschäftigt habe, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt so die Ankurbelung dazu wird, dass später auch Apple selber mit dem iCar dazu einsteigen wird. Klingt jetzt für einige vielleicht noch etwas lustig oder abwegig, aber ich könnte mir wirklich ehrlich gesagt in 10, 15 Jahren oder wann auch immer sehr gut ein iCar von Apple vorstellen. Allerdings kann man natürlich noch nicht so weit planen. Ich meine, man weiß auch nicht, wie die finanzielle Lage von Apple in 10 Jahren ist und sowas. Und deswegen möchte ich da jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Trotzdem, bitte schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das wäre sehr nett. Und ja, damit war es das dann eigentlich auch schon wieder von diesem Video. Lasst doch bitte einen Daumen oben da, denn ihr wisst ja, ist der Daumen oben, wird man euch loben. Oder abonniert diesen Kanal, denn ist der Abonnieren-Button gedrückt, habt ihr viel Glück. Ich hoffe, ihr könnt euch diesen Spruch merken. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, euer Jailbreak-Profi.